Zugang zu lebenslanger eins, dem wir da beim Fußballfan-Talk mit Scoop und Sepp. So kurz mal ein bisschen anderes Etablissement, von wo wir aufnehmen, zumindest ich bin unterwegs. Scoop ist ja dann noch zu Hause und wir fangen direkt mal an. Ich weiß ja nicht, wann ihr es hört. Neuestes Thema, Derek Köhn von Galatasaray, Linksverteidiger, angeblich im Anflug. Hier, also wortwörtlich, Werder Bremen, Deadline Day, war vorher bei Hannover, beim HSV in der Jugend, Willem Twee in den Niederlanden hat er gespielt. Ja, angeblich mit Kaufoption, die so bei 6 Millionen liegt dann zum Ende der Saison. Weiß ich jetzt nicht, konnten wir jetzt in Kürze der Zeit nicht so viel herauskriegen. Könnt gerne mal Kommentare dazu schreiben. Hat jetzt aber ansonsten keine Bundesliga-Erfahrung. Bei Galatasaray aber nochmal eine Marktwertsteigerung um einige Millionen gehabt in kurzer Zeit. Ansonsten können wir jetzt wenig dazu sagen. Scoop, deswegen fragen wir dich. Jetzt haben wir natürlich nochmal einen Linksverteidiger. Wir haben Demar nochmal. Wir hätten jetzt theoretisch ja Guder die Position bekleidet. Wie sieht da für dich das Thema aus? Müssen wir ja wahrscheinlich morgen noch jemanden verkaufen, oder? Ja, moin liebe User, moin lieber Sepp. Genau den gleichen Gedanken, den du gerade geführt hast, habe ich auch gehabt. Wir haben Agu, der jetzt schon in der Kicker-Elf des Tages war, der also seine Aufgabe hinten links wohl gut macht. Wir haben Olivier Deman, der immer nur eingewechselt wird für Agu. Und jetzt haben wir noch den dritten als Linksverteidiger. Also für mich ganz eindeutig, dass Deman noch verkauft wird, weil anders geht es ja nicht. Was willst du denn mit drei Linksverteidigen? Dann verstehe ich ja die ganze Transferpolitik von Werder nicht. Außer natürlich, er könnte linkes Mittelfeld spielen, also vorgerückt. Dann ist es noch was anderes. Aber so, du brauchst doch keine drei Linksverteidiger, jetzt mal ganz ehrlich. Also verstehe ich nicht. Also wenn das so ist, verstehe ich die Welt nicht. Ja, genau, also vor allem wird es ja interessant, müsste ja so heißen, dass Agu direkt rausgekegelt wird, dessen Vertrag man ja verlängert hat, der auch noch 2 Jahre jetzt jünger ist. Ja, so. Man hätte ja gar kaum Spielzeit, weil im Endeffekt Weiser wird er nicht verdrängen auf der rechten Seite. Natürlich kann er als Rechtsfuß vielleicht etwas besser rechts stehen. Aber du würdest ihn halt dann schnell rüberziehen. Ja, muss man mal abwarten, ob der Transfer wirklich kommt, was man sich dabei gedacht hat oder ob halt zeitgleich auch noch wieder welche gehen. Kaufoption bis zu 6 Millionen finde ich jetzt erstmal viel. Aber gut, wir können ja mal dann schauen, wenn dem so ist, wie er sich verhält. Thema Alvero haben wir ja da bis dato, der jetzt auch Stand heute jetzt nicht die Millionen oder was wert gewesen ist, aber der hat natürlich auch noch ein bisschen Zeit, hat ja länger einen Vertrag, wird uns sicherlich nochmal Lügen strafen in der Saison, sollte er zu Einsatzminuten kommen oder ein Torpedo-Kopfballtor schießen in der letzten Minute der Nachspielzeit. Warten wir das Ganze mal ab. Ansonsten muss man sagen, ja, Tovabo finde ich in den Foren, auf Twitter, überall, alles Mögliche, 100 Spieler gehen, 100 Spieler kommen, wahrscheinlich sogar 1000 Spieler, die gehen und kommen, überall Gerüchte, Velkovic geht weg, Bittencourt geht weg, jetzt dieses Thema, vor wurden auch schon 15 Spieler gehandelt, ob Hertha, ob Leute, die ablösefrei sind, weil gar keinen laufenden Vertrag mehr, wie Skov aus Hoffenheim. Und ach ja, gut, es ist halt sehr viel. Wir beteiligen uns ja ungern zu sehr daran, weil wenn ich euch das alles vorlesen würde, was ich da schon so ein bisschen gelesen habe in den letzten Tagen, da hast du eine riesige Liste. Da kannst du aber auch eigentlich auf Transfermarkt gehen und dir irgendwie mal ein paar Anfangsbuchstaben eintippen und gucken, was die Suche findet für Spieler. Und dann kannst du auch die nehmen. Da ist halt also genauso viel, ja, ich sage jetzt mal Inhalt und Gehalt, als dieses Ganze drumherum. Warten wir es also ab, während wir die Aufnahme gerade machen. Ist jetzt ja schon sehr spät am Abend. Wahrscheinlich kommt es ja heute Abend, am Donnerstagabend nochmal zu euch rüber. Dann könnt ihr vielleicht noch mehr schreiben oder das ganze Thema wird dann heißer. Mal sehen. Grundsätzlich gerne mal eine Frage. Und damit natürlich auch der Hinweis, bitte Kommentar da lassen, Kanal abonnieren, Like da lassen, gerne mal einen Kommentar schreiben über die Deadline-Day-Käufe. Und welche Spieler das waren und ob die überhaupt uns was großartig gebracht haben in den letzten 5 Jahren. Also wer da mal ein bisschen Recherchearbeit machen würde, wäre sicherlich sehr interessant. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir nochmal damals von Manchester United schon, glaube ich, auch am Deadline Day gekauft oder also ausgeliehen hatten, nicht gekauft. Der ist, glaube ich, im Winter wieder abgehauen. Also ich kann mich an kaum einen erinnern, der irgendwie im Deadline Day so großartig eingeschlagen ist. Also schreibt gerne mal eine Liste, wenn ich hier komplett falsch liege. Ich glaube, mir fällt gerade ein, den wir am Deadline Day verpflichtet haben, und zwar den aktuellen Trainer von Borussia Dortmund. Ich meine, den hätten wir damals auch am Deadline Day verpflichtet. Ja. Meiner Meinung nach. Ja, meine ich schon.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Eigentlich schon, auf jeden Fall, ja. Ja, aber gut, aber der hat ja auch, ich sag jetzt mal, die Rolle nicht wirklich erfüllt oder die Erwartung erfüllt. Ich weiß gar nicht, hat er komm dann. Komme ich gleich bei meinem weltberühmten Zettel zu. Da ist okay. Auf jeden Fall nur bei 13, 15 Spiele gemacht. Ja. Komme ich gleich zu. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, auf jeden Fall. Aber ich bin ganz ehrlich, Sepp, wir sind Fan vom falschen Verein, was den Deadline Day angeht. Also ich bin einfach nur froh, dass das morgen um 18 Uhr geschlossen wird, das Fenster. Weil, wie du schon gesagt hast, Gerüchte und es wird sowieso nie was. Okay, letztes Mal haben wir noch den Füllkrug kurz vor Schluss verkauft, den Niklas. Aber sonst ist doch echt bei uns sehr wenig. Und wir sind halt nicht mehr der Verein auf dem Top-Niveau, der dann mal, was weiß ich jetzt, ich sag mal ein ganz hohes Regal, der jetzt einen De Bruyne verpflichtet wegen Deadline Day oder der, was weiß ich, wen verpflichtet, der noch richtig interessant sein kann. Und deshalb, ich bin einfach nur froh, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass diese Gerüchteküche kotzt mich einfach nur noch an. Ich bin froh, dass morgen 18 Uhr ist. Jetzt kriegen wir dann so einen Bombenmann an Galatasaray Istanbul. Den Namen habe ich vorher noch nie gehört. Aber siehst du wieder, auf welche Qualität Werder verpflichten muss, weil wir nicht mehr Geld haben, ist schon klar. Andere Vereine haben mehr Geld, die können besser verpflichten. Aber wie gesagt, ich habe ganz, ganz ehrlich, und ich beteilige mich ja auch nie dran, so, wenn wir beiden darüber kommunizieren, lass morgen 18 Uhr sein und dann ist die Sache durch. Und wir sind nicht der Verein, der große Sprünge machen kann. Wir sind nicht der Verein, der super Spieler verpflichten kann auf diesem Niveau. Also morgen 18 Uhr ist alles gut. Für mich persönlich, ist meine subjektive Meinung auf jeden Fall. Ja, genau. Aber vielleicht sollten wir der Verein sein. Und das kann ich jetzt nämlich an dieser Stelle mal einbringen. Jetzt muss ich das mal hier kurz suchen, wann ich dir das geschrieben habe. Das ist schon ein bisschen was her. Müssen wir jetzt noch mal ein bisschen überbrücken, das Ganze. Und zwar, wir müssen ja der Verein sein, Scoop, der vermehrt junge Spieler einsetzt, ne? Ja, hat der Ole Werner doch auch erzählt, bei Deichstube Talk da, ja, genau. Genau, und da muss man sagen, ich glaube, ich kann das jetzt auf die Schnelle nicht mehr finden, war es so, dass der FC Barcelona, das hatte ich dir ja mal geschrieben, hat in seinem ersten Ligaspiel auch ein bisschen, ja genau, ah, hier steht's. Ja, habe ich es dir geschrieben, genau. Im ersten Ligaspiel, was sie auch gewonnen haben, hat der Hansi Flick mit 3 17-Jährigen und 2 20-Jährigen gespielt in der Startelf. Ja. Soweit man zur Jugend forscht. Von daher, wenn immer darüber gesprochen wird, man muss Talenten eine Chance geben, dann klar ist natürlich ein anderes Niveau Barcelona, aber wir haben auch andere Ziele. Aber ja, wenn man mal einen ersten Spieltag auch aufgrund von Verletzungsthemen oder auch Themen wie Dani Olmo, der glaube ich dann noch keinen Spielerpass in Anführungsstrichen hatte, aber mit 3 17-Jährigen und 2 20-Jährigen startet, ist das was schon. Und ich glaube, 2 von den 17-Jährigen haben auch letztes Wochenende gespielt. Also so viel mal zum Thema Talentförderung. Das wäre sicherlich dann auch nochmal was, weil du das jetzt gerade so schön erzählt hast. Wir können uns jetzt keine Superstars in Anführungsstrichen leisten, wo wir halt vielleicht dann auch mal den einen oder anderen noch mehr eine Chance geben müssten, damit sie sich so entwickeln. Ja, ich habe das gelesen, Hansen Arøen wieder nominiert worden für die U21 von Norwegen, glaube ich. Also kann er schon geradeaus laufen und auch plausibel vom Ball treten, aber kriegt er bei uns auch keine Chance, wie gesagt. Ne? Dann wird so ein Alvero, wie gesagt, verpflichtet. Okay, ist jetzt nicht die gleiche Position, aber auch im Mittelfeld. Position auf jeden Fall, da fehlt 4,5 Millionen für ausgegeben. Der spielt in keiner U-Nationalmannschaft. Also wie gesagt, das ist immer, ja, das beobachten wir bei Werder schon seit Jahren, dass das irgendwie nicht hinhaut. Sag mir einen Transfer, der richtig, richtig, richtig eingeschlagen ist in den letzten Jahren. Ich sag mal, Justin Anfang letzter Saison war okay. Sehr interessantes Interview bei der Deichstube mit Justin. Der meint, der jetzt wieder voll da ist und jetzt alles geben kann. Bin mal gespannt, weil ich finde, der nimmt manchmal sehr, sehr große Töne in den Mund. Auf jeden Fall, dass er der Beste sein will und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass er es am Samstag beweisen kann, was er drauf hat. Aber sonst, Sepp, weiß ich nicht. Wer ist in den letzten Jahren richtig eingeschlagen? Ich kann mich an Delaney noch erinnern. Das war ein super Transfer damals. Aber der ist auch schon wieder 7, 8 Jahre her. Also in der nahen Zukunft, liebe User, schreibt es rein. Wer in der nahen Vergangenheit richtig bei uns eingeschlagen ist. Also ich kann mich gerade an keinen erinnern. David Klaassen war dann noch ganz gut, ne? Hat zwar auch viel gekostet, ja, aber ist dann nochmal wieder auch für einen höheren Betrag weggegangen. Es war zumindest ganz passables Geschäft. Ich glaube, das beste Geschäft, hast du so mitgesagt, Delaney, weil der auch für kleineres Geld kam und ist dann nicht für 18 Millionen gegangen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, oder 20. Für 2 Millionen gekommen, ne? Und für von Kopenhagen damals und für 20 Millionen am BVB weiterverkauft worden. Ne? Das war also 18 Millionen Steigerung, ist schon gut, definitiv. Genau, das hat mir, glaube ich, auch schon mal jemand erwähnt. Ich kann mich erinnern, das war schon mal in einer der Folgen vor
anderthalb, zwei Jahren mal drüber gesprochen haben. Aber sicherlich auch ein Thema, der ganze Deadline-Day für uns, was wir noch nicht geklärt haben, aber wir wollen auch noch mit Torben, ihr kennt ihn ja wieder, demnächst nochmal sprechen und diese Themen dann auch mit ihm durchgehen, gar keine Frage. Von daher, schreibt auch gerne rein, wie ihr den Deadline-Day verfolgt, der eine oder andere, wie Eastside haben das ja letztes Mal schon gemacht. Und Scoop, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zu deinem weltberühmten Zettel über, damit wir auch ein bisschen Stoff haben für das Spiel. Deswegen sind wir ja da. Heimspiel, natürlich auch mit viel drumherum. Thema Willy Lemke, können wir nochmal am Rand erwähnen. Da wird sicherlich das eine oder andere passieren. Und wir hatten das ja schon gesagt, wir möchten endlich mal wieder gewinnen gegen den BVB. Ja. Also, los geht's mit deinem Zettel. Genau, also ich stelle erst mal den Gegner vor und dann kommen ein paar Sachen zu Willy Lemke. Definitiv. Es ist so, dass unser Gegner am Samstag 15.30 Uhr Borussia Dortmund ist, gegründet am 19.12.1909. Die Vereinsfarben sind schwarz-gelb. Mitgliederzahl 200.000, Stand vom 18. Mai 2024. Stadion ist der Signal Iduna Park, das größte Stadion in Deutschland. Fassungsvermögen 81.365 Zuschauer. Die Erfolge vom BVB lesen sich auch gut. Champions League-Sieger 1997, im Champions League-Endspiel 2013 und 2024 gewesen. Beide verloren, einmal gegen Bayern und einmal gegen Real Madrid. Dann wurden sie Europapokalsieger. Der Pokalsieger 1966 war der erste deutsche Verein, der einen Europapokal damals gewonnen hat. Standen im UEFA-Cup-Finale 1993 und 2002. Haben sie gegen Juventus Turin 93 und 2002 gegen Feyenoord Rotterdam verloren. Wurden auch Weltpokalsieger 1997. DFB-Pokalsieger wurden sie fünfmal. Und zwar 65, 89, 2012, 2017, 2021. Deutscher Meister wurden sie achtmal. 1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002, 2011 und 2012. So, dann kommen wir auch schon zum Trainer von unserem Gegner. Da ist Nuri Sahin, 35 Jahre alt. Er spielte bei Werder von 2018 bis 2020. Sepp hat immerhin 36 Spiele für Werder gemacht und hat ein Tor geschossen. Seine Trainerkarriere hat er begonnen 2021 bis 2023 bei Antalyaspor in der Türkei. Dann Januar 2024 bis Juni 2024 Co-Trainer beim BVB. Und seit Juli diesen Jahres ist er als Cheftrainer beim BVB. Wir haben in der Bundesliga bisher 110 Spiele gegen den BVB bestritten, 42 gewonnen, 19 unentschieden gespielt und 49 verloren. Torverhältnis von 176 zu 180 Tore. Positiv, Sepp, hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil wir das Pokalfinale 89er gegen den BVB verloren haben. Aber wir haben bisher 7 Spiele im Pokal gegen den BVB gehabt, 4 gewonnen und 3 verloren. Das letzte Spiel gegen den BVB war am 25. Spieltag der letzten Saison, am 9. März 2024, haben wir das Heimspiel 1:2 verloren. 0-1 durch Mahlen in der 21., 0-2 durch Sancho in der 38. Und Justin hat das 1-2 gemacht in der 69. Und wie du es gerade gesagt hast, letzter Heimsieg war genau vor 10 Jahren gegen den BVB. Am 17. Spieltag im Dezember 2024 war der letzte Heimsieg. Wir haben 2-1 gewonnen, Tore 1-0, dritte Minute Selke, 2-0, 62. Minute Bartels und 2-1 Hummels in der 69. Minute. Also an dieser Statistik sehen wir, dass es mal wieder Zeit wird für einen Heimsieg gegen den BVB. Letzte Saison haben wir nach ganz, ganz langer Zeit gegen Bayern in Bayern gewonnen. Vielleicht klappt es ja morgen oder übermorgen gegen den BVB auch. Und jetzt kommt natürlich noch meine ganz, ganz wichtige Sache dazu. Liebe User, ihr wisst, für mich das wichtigste Spiel. In den 34 Spieltagen gibt es 2 wichtige Spiele. Das sind die beiden Spiele gegen Dortmund, wenn man als Werder-Fan in Dortmund wohnt. Und ich bin Samstag live im Stadion. Also meine Unterstützung kriegt die Mannschaft bei diesem besonderen Spiel. Und ich kann natürlich hoffen oder ich will hoffen, dass wir die Serie endlich reißen und mal wieder einen Heimsieg gegen den BVB sehen. Tja, damit haben wir unsere besten Chancen hier schon vollbracht und den Scoop dahin geschickt. Beziehungsweise werden ihn dahin schicken. Aber ich muss sagen, es gibt deine Bilanzen insgesamt in der Bundesliga deutlich ausbaufähiger. Die zweite Liga hat mir da mehr gefallen. Da kamst du immer mit Punkten en masse nach Hause. Aber Bundesliga ist irgendwie nicht so dein Bereich mittlerweile. Ja, da kannst du nicht mehr so fokussieren. Aber natürlich, was soll man machen? Du hast ja gefehlt, du hast es ja selber gesagt. Letztes Mal Auftakt, Sieg mit dir in Braunschweig vor vielen, vielen Jahren. Beim ersten Spieltag. Von daher ist es hier sozusagen vielleicht der zweite,
Zweite Möglichkeit, der Heimauftaktsieg. Ja, ich weiß nicht, ob darüber auch eine Statistik geführt wird, bestimmt. Aber der liegt dann bestimmt auch wieder ein paar Jahre zurück. Also Scoop macht es auf jeden Fall möglich. Von daher könnt ihr jetzt alle schon definitiv auf Sieg tippen. Scoop, ich denke auch mal, dass du klares 3-0 nachher tippst, wenn wir die Aufstellung besprechen, oder? Das lasse ich so im Raum stehen. Du merkst, ich antworte dir nicht sofort. Also okay. Mein Tipp sage ich dir später, Sepp. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber mein Tipp kommt später. Wir gehen jetzt mal vom Stand heute aus, dass noch alle Spieler eine Spiellizenz für Werder Bremen haben am Samstag. Von daher würde ich fast sagen, Scoop, große Aufstellungsänderungen. Lass uns nochmal durchgehen. Wir könnten natürlich überlegen, wie sieht es aus mit Jung rein, stark dafür raus? Da ist bestimmt eine Überlegung, die der Ole Werner hat. Bevor wir weiter zu der Aufstellung kommen, muss ich dir noch sagen, ich habe vor unserer Aufnahme die Pressekonferenz gesehen, vorm Spiel gegen Dortmund, 23 Minuten mit Ole Werner. Also ganz ehrlich, wir haben schon mal gesagt, wir beiden brauchen eine Akkreditierung. Ne? Ey, das ist so langweilig da, das war echt 23 Minuten, nur bla bla, mehr war das wirklich nicht. Die interessantesten Themen waren echt, tut mir leid, Willy Lemke, weil es wurde mitgeteilt, dass es eine Gedenkminute gibt. Es wurde mitgeteilt, dass die Einlaufkinder, weil das hat ja Willy Lemke erfunden, dass die Einlaufkinder in ganz besonderen Outfits auflaufen und dass sogar auf den Werder-Trikots Danke Willy steht. Definitiv, das haben sie wohl drauf geflockt, was natürlich eine coole Aktion ist. Aber das war meiner Meinung nach noch mit das Interessanteste. Sonst ging nur Transferfenster und Marvin Dux wurde dann ein Riesenvideo noch geschaltet, dass er jetzt doch den Verein, dass er doch beim Verein bleibt, was der Ole Werner auch gesagt hat, dass er immer das Gefühl hatte, dass er bleibt. Also viel, ich sag mal so, im Ruhrpott sagt man so schön Ringelpiez mit anfassen. Also selbst das war gar nicht, deshalb unser Podcast ist, glaube ich, dreimal interessanter als so eine Pressekonferenz. Jetzt kommen wir zurück zur Aufstellung. Jetzt habe ich lange ausgeholt. Also, ja, Jung könntest du bringen für Veljkovic oder Stark. Da Jung mein Lieblingsspieler ist, sage ich jetzt einfach, Jung wird spielen. Und ich hau aber einen raus, Sepp. Ich sage, Jung wird für Veljkovic spielen. Also es wird in der Dreierkette spielen. Stark, Friedel, Jung ist mein Tipp. Ich sag dann, Stark muss raus, weil er so schlecht gespielt hat. Veljkovic bleibt drin und Jung hat ihn ja schon ersetzt. Und die spielen quasi wie zweite Halbzeit. Im Mittelfeld sehe ich jetzt erstmal keine Änderung, aber dafür vorne in der Spitze. Da würde ich jetzt Justin mal von Anfang an bringen und Keke Top dann als Einwechselspieler. Nicht, weil ich jetzt den Justin super überragend fand, aber man kann davon ausgehen, dass die Dortmunder mehr Spielanteile haben, dass wir mehr Umschaltsituationen haben, dass wir mehr davon profitieren können. Und ja, ihr wisst ja, wie es ist. Im Endeffekt, Dux macht irgendeinen Pass irgendwo in den Raum. Justin läuft hinterher an allen vorbei, schießt das 3-0 dann, während der Scoop hier im Stadion feiert. Wir hören natürlich auch gleich nochmal seinen wirklichen Tipp. Und ja, also so könnte ich mir die Überlegung darstellen. Ist ja auch als Trainer immer gut zu begründen. Und Top hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Ist ja erst 20, kann ja noch ein paar Einsatzminuten bekommen. Sicherlich auch jemand für noch ein Ergebnis, so ein bisschen mit der Brechstange. Vielleicht auch von der Körperlichkeit her, auch trotz der jungen Jahre, dass man ihn noch reinwirft. Mit Skelly Alvero nachher, wenn du irgendwie knapp hinten noch liegst, dass du die vielleicht um die letzten 10 Minuten bringst und dann einfach nur lange Bälle schlägst. Ja, muss man mal abwarten. Aber das wären jetzt so meine Überlegungen. Wie sieht es da bei dir aus? Würdest du auch Justin mal starten lassen? Also Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen. Ich hätte haargenau die gleichen Worte gewählt wie du. Ich bin komplett deiner Meinung. Dortmund wird viel Ballbesitz haben. Deshalb kommt für uns das Umschaltspiel nur in Frage. Deshalb musst du Justin von Anfang an spielen lassen durch die Schnelligkeit. Nachher könnte es möglich sein, dass du gegen den BVB zurückliegst. Du hast es gerade auch gesagt, ich kann deine Worte nur wiederholen. Dann musst du mit der Brechstange arbeiten, dann brauchst du keinen schnellen Spieler mehr, weil Dortmund sich zurückziehen wird. Und dann brauchst du die Brechstange mit Keke Top. Also ich habe eigentlich nur jetzt deine Worte wiederholt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich bin komplett bei dir. Ich hau mal meinen Tipp aus und ich sage jetzt mal, wir gewinnen 2-1. Weil das Scoop ja im Stadion ist und wir dringend mal auch einen Heimsieg brauchen. Du hast es ja gesagt, 10 Jahre ist das Ganze her, ne? Knapp. Ja. Also, Ende Dezember war es ja dann 2014. Schon sehr sehr, sehr lang. Und Scoop, was ich dich noch fragen wollte, weil ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen, aber ein paar Überschriften, haben die ja wenigstens bei der PK auch davon erzählt, wie toll das neue Catering ist.
Da haben sie es, glaube ich, so. Gibt es auch noch größere Biergläser oder so? Irgendwas hatte ich da gelesen. Also, wer da noch mehr Informationen hat, auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich hatte mir das Video jetzt nicht angeschaut. Also, über Catering haben sie gar nicht gesprochen. Da habe ich aber zwei Informationen. Es gibt wohl eine total schnelle Zapfanlage, wo wohl irgendwie in 10 Sekunden so am schnellstmöglichen Bier gezapft werden kann. Es gibt auch 1 Liter Biergläser oder Bierbecher, nennt man das ja nicht Gläser. Bierbecher, die füllen 1 Liter für irgendwie 10 Euro oder so. Und es gibt jetzt Hotdogs, sogar mit Knipp. Das finde ich natürlich eine richtig geile Sache. Der Hotdog mit Knipp hat natürlich was. Das ist was für die Regionalität da. Aber bei der Pressekonferenz wurde darüber überhaupt gar nicht gesprochen. Es wurde aber über den neuen Auswärtsblock gesprochen. Und da wurde sich Malte Bürger von der Deichstube und Ole Werner waren sich da nicht einig, weil Malte Bürger von der Deichstube meinte, dass der Fanblock der Gäste jetzt nach unten gezogen werde, dass der Fanblock dann nicht mehr so laut ist, weil die nicht unter dem Dach sind. Ole Werner meinte genau das Gegenteil. Ole Werner meinte, je tiefer, desto lauter wird es auch. Aber das muss man dann halt feststellen. Ole Werner sagte nur in der Pressekonferenz, was wir halt gar nicht kennen, ist, dass die Ecke dann direkt vom gegnerischen Fanblock geschossen wird, wenn wir Ecken auf dieser Seite haben. Und das ist natürlich auch nochmal eine Umstellung für die Werder-Spieler, sagt er. Aber sonst wurde da über der Keterer wurde überhaupt gar nicht gesagt. Deshalb tut mir leid nochmal. Meiner Meinung nach mit das Wichtigste war Willi Lemke. Amos Pieper trainiert wieder. In der Freundschaftsspiel, in der Länderspielpause soll er wohl vielleicht in Münster wieder zum Einsatz kommen, soll er ein paar Minuten kriegen und sonst wurde da echt nicht. Willi Lemke fand ich doch schon mit das Emotionalste und Wichtigste aus der PK. Okay. Ja, dann wollte ich noch ganz kurz wissen, dein Tipp, Scoop für das Spiel? Ja, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich komme da nicht aus meiner Haut raus. Auch, wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich glaube, da bin ich auch ein bisschen Realist. Also ich muss leider meinen realistischen Tipp abgeben. Du tippst 2-1 Heimsieg, ich muss leider ein 1-2 Auswärtssieg tippen. Alles andere wäre natürlich überragend, schon ein Punkt wäre überragend. Dann kann ich natürlich mit breiter Brust auf der Arbeit am Montag erscheinen. Aber ich bin da eher mehr Realist, das wissen die User jetzt auch. Ich würde mich wahnsinnig über was anderes freuen, aber ich tippe auf ein 1-2 Auswärtssieg leider. Okay, dann lasst uns ganz kurz zum Abschluss, also schreibt gerne auch nochmal eure Tipps da rein und eure Aufstellung. Ganz kurz noch 2 Worte über die U23 verlieren oder Werder 2. Die spielt dann morgen, Freitagabend, 18.30 Uhr beim VfB Oldenburg. Und ich hatte es ja schon letztes Mal angekündigt, dass es so ein bisschen Nachbarschaftsduell von der Tabelle her. Nur nochmal kurz reingucken. Wir sind 12. gerade, die sind 13. Wir haben dieselbe Anzahl an Punkten und nur um ein Tor besseres Torverhältnis mit -4 statt -5. Also denke ich mal auch ein ganz wichtiges Spiel. Vielleicht können wir da insgesamt sozusagen für das Werder-Wochenende vorlegen, dass wir da mindestens einen Punkt, besser 3 holen, um ein bisschen da auch wieder rauszukommen aus diesen schwachen Rängen. Hatten wir uns letztes Mal darüber unterhalten. Wollen wir auch mal wieder mit reinbringen, denke ich mal, das Thema. Auch dadurch, dass da interessante Spiele manchmal ja sind, zumindest was jetzt Torereignisse angeht, ne, 4-3 und so weiter. Auch zum Auftakt gab es mal einiges. Wir haben auch 5-1 mal da verloren. Also da ist immer ein bisschen was los. Ja, dann gerne alles zum Deadline-Day noch reinschreiben, was ihr habt und welche Spieler noch kommen. Mal sehen, ob Derek jetzt quasi dann gleich schon da ist, wenn wir das hier veröffentlichen. Wir werden das alles sehen. In dem Sinne, Scoop, dir natürlich gute Fahrt, viel Spaß beim Spiel. 3 Punkte sind natürlich Pflicht für dich, dass wir am Montag auch wieder vernünftig drüber reden können. Sonst bist du direkt ausgeladen. Und dir gebührt natürlich auch der Rausschmeißer noch des heutigen Abends. Mach's gut, ciao. Ich muss nochmal Stellung nehmen zur U23, bevor ich den Rausschmeißer mache. VfB Oldenburg, ich glaube, der ist auch Fanpotenzial, weil es ja so ein am Marschweg so ein Traditionsverein ist. Weißt du zufälligerweise, ob Navi Keita jetzt im Kader ist vor der U23? Nein. Vermutlich nicht. Einzeltraining auf höchstem Niveau. Auf allerhöchstem Niveau, hat Jogi Löw immer gesagt. Ne? Ja, und mein Rauschmeister ist persönliches Wohlbefinden, auch nach dem Spiel um 17.30 Uhr, wenn wir verloren haben sollten. Ich gehe trotzdem mit breiter Brust am Montagmorgen ins Büro und bin immer noch voller Stolz Werder-Fan, egal wie das Spiel am Samstag ausgeht. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Weser Strand. Auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne. Haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White-Wonderwalls. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White-Wonderwall. Natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.